In diesem Video soll es um die Cash Tokens gehen. Doch bevor wir in Medias Res gehen, noch einmal aktuell zu der Situation um das Atomic Wallet. Kürzlich kam es bei Nutzern der Atomic Wallet zum Verlust ihres Vermögens. Noch ist die genaue Ursache unbekannt. Der Verlust der Coins, die in den Atomic Wallet gehalten wurde, trat bei den Personen, die dies gemeldet haben, erst nach dem Öffnen des Wallets auf. Das Wallet ist closed source, es besteht daher keine Kontrolle von außen nachzusehen, ob da tatsächlich eine Schwachstelle eingebaut oder von Hackern ausgenutzt wird. Auch in der Vergangenheit ist das Atomic Wallet bereits mehrfach aufgrund von Schwachstellen aufgefallen. Was du also tun solltest, ist zunächst einmal Ruhe bewahren und unter keinen Umständen dein Atomic Wallet öffnen, wenn du die Software nutzt. Nutze stattdessen deine Seed Phrase, um deine Private Keys zu extrahieren und sie in andere Wallets einzufügen. Du kannst dafür zum Beispiel das BIP39-Tool verwenden. Cash Tokens sind analog zu den BRP oder ERC-Token, aber nicht auf der Binance oder der Ethereum-Blockchain, sondern auf der Bitcoin Cash-Blockchain und ermöglichen die Umsetzung von NFTs und Fungible Tokens auf Bitcoin Cash. Die Cash Tokens wurden als Hard Fork Upgrade am 15. Mai diesen Jahres zu Bitcoin Cash hinzugefügt. Ein weiteres Feature des Upgrades ist die reduzierte Transaktionsgröße, was Bitcoin Cash Transaktionen noch einmal billiger machen soll, sowie der Support für Derivatehandel, Crowdfunding und insbesondere für Kryptowährungszahlungen interessant, wiederkehrende Zahlungen. Zurzeit gibt es etwas mehr als 25.000 Cash-Token-NFTs und mehr als 1.000 verschiedene Fungible-Tokens auf Bitcoin Cash. Die meisten davon sind entweder wertlos Memes, Tests der Funktionalität oder werden als Giveaways von den Entwicklern herausgegeben. Die neuen Token haben ein spezielles Adressformat, daher ist nicht jedes Wallet mit den neuen Tokens kompatibel. Electron Cash, die Electrum-Variante für Bitcoin Cash, hat bereits angekündigt, hierfür kompatibel sein zu wollen. Etwas detaillierter. Die Tokens werden durch Einträge in vier verschiedenen Feldern des Transactions Outputs definiert. Zu diesen vier Feldern gehört zunächst einmal die ID. Das ist eine 32-Byte-ID des Tokens und ist damit ähnlich wie die Contract-Adresse bei Ethereum, die dann einen Smart Contract ausweist, der die entsprechenden Ethereum-Token verwaltet. Die zweite Eigenschaft ist die Non-Fungible Capability, die sich unterscheidet zum Beispiel in Non-Mutable und Minting, die dann entsprechend unterscheidet, ob ein NFT veränderbar ist, ob das gerade erzeugt wird oder ob es halt kein NFT ist. Ein weiteres Feld sind die Commitments, das sind Datenfelder mit bis zu 40 Bytes, sowie dann natürlich die Menge, die die entsprechenden Coins dann in ihrer Menge begrenzt. Bitcoin Cash bietet ausschließlich eine Hardcap an, dieses aber ist sehr hoch gewählt. Nähere Informationen findest du in der Beschreibung der Cash Tokens auf GitHub, was ich dir hier unten verlinkt habe. Eine Besonderheit zu den Cash Tokens ist, dass Non-Fungible Tokens und Fungible Tokens gemeinsam über das UTXO-Modell verschickt werden können und keine ressourcenschweren Smart Contracts-Funktionen dafür benötigt werden. Mit den Simple Ledger Protokoll bzw. SLP gab es bereits eine Möglichkeit, Tokens auf Bitcoin Cash zu erzeugen. Diese habe ich dir in dem Video, was du hier jetzt kurz eingeblendet siehst, bereits vorgestellt und dir gezeigt, wie einfach das war, bereits mit SLP Tokens auf Bitcoin Cash zu erzeugen. Die Frage ist natürlich, was dann aus diesen SLP Token wird, ob die eine Legacy-Methode werden oder in Zukunft dann verschwinden. Die Konkurrenz zu den Cash-Tokens ist natürlich klar. Bitcoin Cash zieht hier den Ordinals-Protokoll hinterher, welches ja auch die Herausgabe von Token bzw. NFTs auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht, was ich dir in einem Video, welches ich dir hier kurz einblende, bereits vorgestellt habe. Und dann sind da natürlich auch noch die entsprechenden Token-Standards auf Ethereum, nämlich die ERC-20 Fungible Tokens sowie die NFT-Standards ERC-1055 und 721.